Ja, ich würde euch halt gerne was über DuckDuckGo erzählen. Das ist eine Suchmaschine, ja, die sich auf die Fahne geschrieben hat, eure Privatsphäre zu respektieren. Und außerdem ist sie noch ziemlich awesome und hat ein paar ziemlich coole Sachen. Das erste sind erstmal ein paar Facts, die es dazu gibt. Das ist ein Startup von einem gewissen Gabriel Weinberg. Ist ein Entrepreneur im Valley. Hat schon ein paar andere Sachen gemacht. Das hat er dann, nachdem er sein vorheriges Startup verkauft hat, hat er dann DuckDuckGo angefangen, macht das seitdem. Online ist das seit 2010, Anfang 2010, eventuell auch schon Ende 2009. Das habe ich jetzt nicht mehr rausgefunden, aber schon so ein bisschen mehr als 2 Jahre. Ja, es ist in Perl geschrieben. Und da freut sich jetzt ein deutschlandweit bekannter FreeBSD-User. Es läuft nämlich auf FreeBSD und auf Nginx. Ja, die Suchresultate werden, also es ist eine Hybrid-Suchmaschine, die werden einerseits über andere Suchmaschinen-Provider generiert, zum Beispiel Yahoo. Das ist Yahoo Boss, das ist Build Your Own Search Engine. Das ist so eine API von Yahoo, damit kann man halt selber Suchmaschinen bauen. Eine Zeit lang haben sie, glaube ich, auch Bing verwendet, aber Microsoft wollte dann irgendwann Geld für die API haben. Benutzen sie jetzt halt nicht mehr. Ja. Und sie haben auch ihre eigene Indexierung, das ist der DuckDuckBot, falls der mal eure Seite hittet oder so. Der kann halt nicht so ganz viel wie der Googlebot. Ja, Teile der Suchmaschine findet man auch auf GitHub. Das ist unter der Perl 5 Lizenz, glaube ich. Und ja, sie haben ein ziemlich großes GitHub-Repository, wo alles mögliche Zeug drin liegt. Das heißt, also der User-Account heißt DuckDuckGo einfach. Ja, das waren so die Fakten. So, jetzt, warum möchte man diese Suchmaschine benutzen? Wir gehen jetzt mal nicht darauf ein, ob man Privatsphäre haben will oder nicht. Aber es gibt auch diese Features, die unabhängig davon sind. Das ist nämlich die Filterbubble. Dieser Begriff wurde von einem Netzaktivisten geprägt. Ich habe den Namen gerade vergessen. Er hat ein gleichnamiges Buch geschrieben. Dabei geht es prinzipiell darum, die Filterbubble ist, dass durch personalisierte Resultate bei Suchmaschinen zum Beispiel oder bei Facebook zum Beispiel auch, der Facebook-Stream, schließt man sich so in seiner eigenen kulturellen und persönlichen Bubble ein. Das ist sehr, sehr scheiße, weil man hat so eine Echokammer, habe ich das genannt. Man kriegt da durch, speziell bei aufgeladenen Themen, sehr, sehr unterschiedliche Ergebnisse und das ist halt nicht so toll für die Meinungsbildung und so. Man sieht das da unten schön, das ist ein Bild von Suchanfragen für Gun Control. Da kriegen die Leute halt teilweise sehr, sehr unterschiedliche Ergebnisse bei Google. Also Gabriel Weinberg hat da mal vor ein paar Monaten auf Twitter gefragt, ob Leute einfach mal sich in Google ausloggen und dann Suchanfragen nach Obama, Gun Control und Abortion machen. Da kam halt wirklich, er hat dann ich glaube 150 oder 200 Screenshots gekriegt, wo halt wirklich. Und er hat das ausgewertet und das ist wirklich disjunkt teilweise, die Suchergebnisse. Das ist wirklich erschreckend. Dass die Leute halt wirklich nur Ergebnisse kriegen, mit denen sie eh schon übereinstimmen und sich im Prinzip so halt in ihre eigenen Echokammer einschließen. Also das ist nicht so toll. Und das ist zum Beispiel auch so ein Resultat, wenn man so immer hört, dass, ja, geh das doch mal googeln, das ist das dritte Ergebnis auf Google. Das ist totaler Bullshit. Das gibt's nicht. Es fällt mir nur so immer wieder auf, wenn Leute das sagen. Und eben wie das Ergebnis von dieser Studie, sag ich jetzt mal, herausgebracht hat, es gibt keine neutralen Google-Ergebnisse, auch wenn man sich ausloggt oder sonst irgendwas tut. Wobei es gibt bei Google, glaube ich, auch noch eine Option zu sagen, ich will aber neutrale Ergebnisse, das ist aber dann irgendwo in irgendwelchen Untermenüs bei Google versteckt und ist halt so ein Cookie, den man sich dann setzt und der ist halt auch ziemlich schnell wieder weg, dieser Cookie. Also Google will das ja nicht, dass man neutrale Ergebnisse bekommt. Ja. Das nächste ist dann Features von DuckDuckGo, die toll sind. Es gibt Sofortinfos. Das heißt, wenn man was sucht, kriegt man sehr, sehr oft einfach oben eine kleine Box, die so aus diversen Quellen zusammen gesucht ist. Zum Beispiel Wikipedia oder diverse andere APIs. Es gibt so diverse Datenbanken für Wetter oder sonst was. Und kriegt dann sofort Info. Und dann kann man eigentlich die Suche auch wieder verlassen, weil man sofort weiß, was man möchte.
Das ist ziemlich cool. Das bricht nämlich, wie gesagt, sehr schnell ab, dass man weitersuchen muss. Die Sofortinfo ist auch sehr, sehr toll, weil man kann sie weiterhacken. Es gibt da seit ein paar Monaten eine Webseite für, die nennt sich DuckDuckHack. Da gibt es vier Repositories auf GitHub, die kann man forken. Und dann da, die sind in verschiedenen Sprachen implementiert, die sind auch für verschiedene Sachen, aber das müsste ich selber nochmal nachgucken. Ich habe mich damit nicht tiefergehend beschäftigt. Da kann man dann selber ein Plugin für irgendwas implementieren und dann einen Pull-Request schicken, damit sie das reinziehen. Und dann ist das in DuckDuckGo verwendbar. Wenn man zum Beispiel irgendeine Seite mit irgendeinem tollen API hat, zum Beispiel Ripe, könnte man jetzt hingehen und einen DuckDuckGo-Plugin dafür implementieren. Dann hat man eine neue Sofortsuche. Dann gibt es die Bang-Kommandos, die sind ganz, ganz toll. Das ist so ähnlich wie unter Google Site-Doppelpunkt. Man kann also direkt eine Suchanfrage an irgendeine Seite weiterleiten. Da gibt es auch inzwischen ein paar hundert. Da kann man auch sehr einfach neue einschicken, indem man sagt, hey, mach doch mal über diese URL einfach ein neues Bang. Das ist zum Beispiel Ausrufezeichen W ist zum Beispiel Wikipedia, sehr nützlich. Ausrufezeichen G ist Google. Ausrufezeichen I ist Google Image Search. Es gibt auch so für die diversen größeren Linux-Distros zum Beispiel gibt es auch Bangs, wo man in diversen Sachen suchen kann. Ist ziemlich cool. Was gibt es zum Beispiel? GitHub Bang, Geizhals Bang, Man Bang. Ja, gibt für alles mögliche Bangs. Das ist sehr, sehr toll. Für verschiedene Programmiersprachen auch, zum Beispiel BangPy gibt es auch. Sucht halt bei Python dann. Also du schreibst praktisch Ausrufezeichen W, Michael Jackson und dann ist bei Wikipedia genau. Über Michael Jackson. Es geht sogar inzwischen auch W, Ausrufezeichen. Also andersrum. Das ging lange Zeit nicht. Man kann es auch, glaube ich, irgendwo in die Suchanfrage reinsetzen. Geht immer. Das ist ziemlich cool. Und liefert er dann nur noch Ergebnisse von der Er leitet das direkt an die Suchanfrage dieser Seite dann, also der Suchfunktion dieser Seite weiter. Das ist coolerweise auch so, dass diese Suche, wenn ich das richtig im Kopf habe, dann auch von DuckDuckGo kommt. Also es ist nicht so, dass ihr dann auf dieser Seite sucht, sondern DuckDuckGo sucht für euch auf dieser Seite und leitet euch weiter. Also gebt euch dann einfach nur diese Anfrage. Dann gibt es auch ein Firefox-Plugin für diese Leute, die trotzdem jetzt noch bei Google bleiben wollen. Das zeigt unter anderem dann bei Google immer die Sofortinfo von DuckDuckGo an. Das ist ziemlich cool. Ja, und es hat sogar eine Tor-Exit-Enclave. Also man kann auch komplett end-to-end-encrypted bei DuckDuckGo suchen über Tor. Ja, und es gibt Holiday Ducks. Vielleicht erkennt man sie ja auch, wer das sein soll. Das sind einmal links oben, das ist der vierte Geburtstag von GitHub, glaube ich. Das in der Mitte oben ist Alan Turing. Das rechts oben ist Nikola Tesla. Links unten ist der Stopp-Pieper-Supertag. Das in der Mitte unten ist der International Talk Like a Pirate Day. Und rechts unten ist Leonardo da Vinci. Es gibt da ein, die sind auch auf GitHub in einem von den Repositories. So fast alle. Das ist ziemlich cool. Ja, es gibt auch ein paar Nachteile. DuckDuckGo ist leider derzeit nicht gebraucht, also nicht so gut gebraucht war für nicht englischsprachige Anfragen, einfach weil sie nicht die Ressourcen dafür haben. Es ist auch nicht so gut für lokale Ergebnisse, weil sie machen es ja logischerweise kein Geo-IP oder sonst was, also sie versuchen halt weltweit neutrale Ergebnisse zu liefern, was ja nie so toll ist, wenn man jetzt nach Uni Heidelberg Stuff sucht oder so. Ja, sie haben halt auch nicht so gute Indexierungen, also sie können nicht tiefer gehen, also nicht so tief in manche Seiten reinsuchen. Das merkt man zum Beispiel oft bei Seiten mit viel User-Generated Content, das können sie einfach nicht indexieren. Sie haben halt keine gesamten Serverfarmen für sich, wo sie halt Crawlerbots laufen lassen können, so wie Google. Tja, aber Google ist ja auch immer nur ein Bang G entfernt, wenn man mal doch bei Google suchen möchte. Ja, das war's auch schon so. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann raus damit. Mein letzter Stand war gewesen, dass DuckDuckGo über Bing sucht. Ja, das haben sie, wie ich erwähnt hatte, das war, sie haben das aufgehört, als Microsoft dann der Meinung war, sie wollen ganz viel Geld für ihren API-Access haben. Das war, sie wollen, glaube ich, ab 20.000 Suchanfragen dann irgendwie Geld haben dafür und das, da DuckDuckGo inzwischen bei über
Das müsste ich nachkommen. Ich glaube, sie sind im unteren siebenstelligen Bereich inzwischen an Anfragen im Monat. Und das können sie halt nicht mehr über Bing machen. Es gibt natürlich aber immer noch einen Bing Bang. Also man kann mit Ausrufezeichen Bing und ich glaube sogar mit Ausrufezeichen B dann auf Bing suchen, wenn man das denn unbedingt möchte. Ich weiß ja nicht wieso, aber... Masochismus. Ja. Sonst noch Fragen? Oder habe ich euch alle überzeugt? Ja, dann war es das, glaube ich, heute mit Vorträgen. Vielen Dank.